Jo, Momo, ihr fliegt und auch heute, liebe Landre, An und Rädchen, und damit herzlichst willkommen zurück zu Star Trek. Ein Anzeichen einer fortschrittlichen Kultur? Ein Anzeichen einer Kultur, der bekannt ist, dass ihre Feinde leicht abzulenken sind. Ach, Klingon, sind immer das Negative. So, wo geht's raus? Unbekannte Lebensformen bringen in die Einrichtung ein. Abwehrsysteme online in 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Geben Sie mir Deckung! Geschützwaffen! Oh. Weiter dahin. Okay. Alle sind down. Okay, hier ist ein gesperrter Eingang. Hier gibt es noch ein bisschen Munition. Ein bisschen Leben. Offenbar können wir es brauchen, offensichtlich. Die ist rot. Die ist auch rot. Nur mal testen. Ja, okay. Okay, okay. Die Waffe nehmen wir jetzt hier am besten. Oh, hier sind wir schon. Okay, warte. Wie war das? Lalalala. Hier gibt es nämlich ein gutes Geheimnis, Freunde. So. Daran erinnere ich mich noch. Also diese Buttons einmal reindrücken. So, jetzt mach ich mal eben. Warte mal. Handy. La 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 la. Pin. So. Zack. Zack. Foto. Zack. Aufrufen. So, muss nämlich in der Reihenfolge. Das ist natürlich jetzt die Frage. Ich würde sagen, von oben nach unten ist die Reihenfolge. Hier irgendein Raum ist aufgegangen. Der hier. Bisschen mies, also wie so ein Cyberman das Gesicht da, oder? So, also. Das erste Symbol sieht aus wie das. Und das sich so anguckt, ja, dann ist das die 1. So. Oh. Scheint richtig zu sein. Das zweite sieht aus wie so ein Mannequin mit gebückten Strich. Das da? So, ja, so. Ja, zweiter Strahl, wunderbar. Dann sieht es aus wie ein Lastenträger. Der da, also quasi so ein Männchen, der irgendwie, na egal, was weiß ich, irgendeine Symbolik hier halt. So, dann sieht es aus wie eine 7 mit ganz vielen Additionals. Bum, 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 bum. Das da, ja, genau so sieht es aus. So, und dann haben wir einen Behälter mit zwei Armen und einen Punkt in der Mitte. Der da? Ja, genau, der auf dem Kopf. So. Tada! Das Ding habe ich mir von damals noch im Kopf gehabt. So. Zwar jetzt nicht die Reihenfolge, aber zumindest, dass hier das war. So. Bin ich mal gespannt, wie stark dieses Ding hier zuschlägt. So, Treppe? Nee. So. Das Eindringen wird akut. Bestimmung individueller Lebensformen erforderlich. Wechsel auf lokalisiertes Auslöschungssystem. Giftgas.
Diese Feiglinge. Wo kommt das her? Ich weiß es nicht. Benutzen Sie den Gasmodus auf Ihrem Tricorder. Gasmodus, Tricorder, Tricorder, Tricorder. Eins. Ist das der Gasmodus? Dort nicht. Ist das der Gasmodus? Ah, da. Wo noch? Hier. Der Gasausstrom ist versiegelt. Gute Arbeit, Monroe. Das Miese ist ja, wenn man hier jetzt, warte mal, kommen wir nochmal zurück. Wenn man hier mit zu wenig Gesundheit startet quasi, ist man schon so ziemlich ein bisschen am Arsch, ne? Haben wir nicht hier irgendwo... Hier waren die, ne? Ja. So. Über das ja nichts im Zufall. Hat das Ding eigentlich einen Itril-Stab, heißt das Ding? Okay. Schon wunder, ob das Ding eigentlich einen Namen hat. Eins und eins, null. Okay, perfekt. Alles gefunden, was da war, Freunde. Was soll das bedeuten? Ich bin nicht sicher. Überprüfe die Sensoren. Was ist hier so? Oh, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Hier war doch irgendwas. Ich erinnere mich. Oder auch nicht? Okay. Aber hier, hahaha. Ja. Spürt meinen Zorn. Er hat gespürt, dass Sie ihn um einen Kilometer verfehlt haben. Stellen Sie meine Geduld nicht auf die Probe, Bolliarda. Das war seltsam. Es ist einfach explodiert. Eine Falle. Monroe, benutzen Sie den Bioscanner-Modus Ihres Tricorders. Bioscan. Zack, zack. Ah ja, wunderbar. Kein Problem für uns, Freund. Gut. Die Bioscanner sind ausgeschaltet, aber die Konsole hat ein Kraftfeld aktiviert. Offenbar werden wir uns einen anderen Weg suchen müssen. Ja, Freunde, ich kann doch nur mal die Konsole und dann geht's vielleicht auch. Egal. Okay, eins ist hier hinten in der Ecke. Das ist jetzt nicht wirklich zauberhaft. Das ist genau da. Und dann hier war doch eben. Ah, genau. Okay. Zack, das war Nummer 1. Was bewegt sich doch hier hinten? Ach, da müssen wir rauf, genau. Okay. So, hier hinten ist nur eine Energiezelle. Da wollen wir mit Sicherheit nicht runter. Da bin ich mir ganz sicher. Okay. Genau, wir müssen jetzt hier irgendwie mit diesen Stasis-Röhren, wo diese Viecher drin sind, glaube ich, durch diese Tür fahren. Ich zieh auch mal weiter.
Okay, nicht zu übersehen. Alter, wie viel Verstecke bitte? Okay. Da ist schon mal nichts, hoppala. So. Zack, dann müssen wir hier rüber. Und ich würde sagen, weil wir hier gerade ein bisschen safe sind, ich weiß, das ist nicht Folgenende. Ich werde jetzt hier einen klitzekleinen Cut einbauen, weil ich brauche nämlich auch was zu trinken. Bin gleich wieder da, Freunde. So, Freunde, da sind wir wieder zurück zu. Naja, Star Trek Elite Force 2. Ihr wisst, es ist eigentlich dieselbe Folge. Ich muss gar nicht wirklich erwähnen. So, hier gab's. Genau, hier war das. Hier gab's vorhin ein Schiff, oder? Doch, hier, genau. Und dann gab es hier hinten bei diesen Fahrstühlen, da konnte man irgendwie rauffahren. Und hier gab es nämlich auch irgendwelche Geheimnisse. Ich weiß nicht mehr genau. Gab es hier keine Fahrstühle? Ach, die müssen wir aktivieren, okay. Plumps. Ja, ja. So, zack. Okay. Da hakt man hier drauf fest, das ist ja widerlichst. Kommt hier auch mal was? Da. Zack. Plumps. Da kommt, triff mal. Habe ich jetzt getroffen? Okay. So, aber eigentlich müssen wir ein hier drunter. Zack. Oh, wir können. Hier haben wir doch nicht so viel Munition verbraucht. Nee. So, kommen wir jetzt rüber. Mal vom Fahrstuhl aus. Kann man vom Fahrstuhl aus so weit rüber jumpen? So, komm her hier. Schlumski. Das kommt man denn. Wow. Los weg hier. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Oder meint ihr, dass das noch von hier da drauf? Nein, komm, einmal probieren wir nochmal. Man hakt nur auf dieser Oberfläche. Also hier komme ich zum Beispiel gar nicht rüber. Okay, wir müssen einmal rüber. So schnell kann ich ja nicht rüberrennen. So. Der springt gar nicht. Okay, das scheint nicht der offizielle Weg zu sein. Aber wir müssen doch auf diese Plattform. Na gut. Da hakt schon wieder fest. So. Was müssen wir vielleicht doch hier? Das Zeug ist Gift, oder? Oh, oh. Okay. Oh, man kommt hier einfach so durch. Das macht es doch dann wieder dezent einfacher, Freunde, würde ich sagen. Hier auch? Ja. Öffnen wir uns mal. Guck mal, wie die hier sogar so diese Funken hinterlässt.
Ja, das ist eine spaßige Waffe. So, was haben wir hier? Sicherheitskontrolle. Oh, Sprungeinlage. Oh Gott, Freunde, das wird nichts. Warte mal. Speichern. E-Drill-Container. Ja. E-Drill-Container, ist das wieder was zum kaputt machen? Oh. Komm zurück! Hallo? Müssen wir jetzt 9 rufen? Oh, Tatsache. Oh Gott. Zack. So, wir wollen. Aha. Einmal hier runter. La 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 la. Weil hier hinten gibt es nämlich auch ein Secret. Oder war es die andere Richtung? Warte mal. Ne, von da kommen wir, ne? Das hier ist, glaube ich, der Anfang? Ja, genau. Ja, die lassen einen hier ziemlich lange watscheln. So. Muss man jetzt hier eigentlich zurück? Gibt's denn. Nee. Da ist der Lift noch hier hinten. Kommen wir hier irgendwo hin? Nicht wirklich, ne? Das ist ja auch wahr. Nicht das Kraftfeld berühren. Ja, nee, ist klar. Okay, ja, dann müssen wir nochmal durch. Zack. Jetzt kommt mal wieder einer, ja. Hä, hey, sind es jetzt nur noch 2 Stück oder was? Okay. Hey! Oh, come on. Boah, das war aber echt ein bisschen knapp. Oh, hier ist schon einer. Na komm. Wow. Das langt vor allen Dingen nicht. Oder? Vielleicht ein Affenkrach. Nee, das langt nicht. Zack. Ah, ja. Klar, guck mal, bis wir wieder wach werden hier. Da kommt unser, den nehmen wir.
Sitze sehen ja auch ulkig aus, ne? Wieso springt der denn nicht mehr? Och man, Entschuldigung, Freunde, also das ist echt. Was ist da eigentlich? Oh. Zip. La 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 la. Whoa! Aua! Also diese Fahrstühle machen mich wahnsinnig. Erst kommt man gar nicht runter, dann kann man nicht drauf springen und dann rutscht man runter, oder wie? Das ist wieder dieses Kurzentfernungsding hier. Ah. Das wird. Ja, nee, ist klar. Stirbt gleich am besten. Gab es hier irgendwo ein Lebenshaltungsterminal oder so? Nee, ne? So. Zip. Die Fahrstuhlhölle. Hoppala. Ja, ist klar. Ist klar! Na, wo landen wir? Oh! Das ist gut. Ich. Ja. Stimmt. Das haben wir ja gemacht, bevor wir hier angefangen haben. Ja, okay, gut. Was habt ihr so gemacht? Wahrscheinlich die ganze Zeit gedacht. Ja! Lad doch einfach! Lad doch einfach! So. Oh oh. Ja, das ist richtig. Zack. Ernsthaft, wir sind schon wieder voll? Okay, ist jetzt sonst noch irgendetwas? Wie gesagt, ein paar Secrets auf dieser Karte kenne ich auch noch. Aber wahrscheinlich sind es immer wieder nicht alle. So. Oh, hier ist sonst nichts. Oh, guck mal, wie leicht dieses ganze Gestell ist. 226 Kilo. Idril-Container zur Lagerung wertvoller Artefakte und Ausrüstung. Ach, das ist gar kein richtiger Lift. Das ist aber auch nicht aus wie ein Lift, oder? Abschließend kann man den auch nicht. Okidoki. Wird jetzt hier irgendwie das Kraftfeld deaktivieren für unsere Nachfolger hier? Nee, ne? Nee. Okay. Ja, hier erwartet uns ein kleines Jump'n'Run-Adventure, das allerdings, würde ich sagen, in der nächsten Folge. Ja, ich weiß, die Folge bestand ein bisschen aus Wiederholung mit diesem Gejumpe da, aber ja, ich will sie auch nicht zu lang machen. Ja, die Folgen müssen nämlich noch online gehen. Ja, ich war ein bisschen verspätet schon am Donnerstag und Freitag. Da gab es zwar die Folgen schon, allerdings habe ich sie erst am Donnerstagabend, am Freitagabend gerendert. Damit ich sie zumindest am Samstag oder Sonntag online bringen kann, die Folge 9 und 10. Ja, egal, passt schon. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen, kommentieren, abonnieren und liken. Und dann sehen wir uns alle beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut und Hummel Hummel aus Moss.